Kennen Sie Deutschland? Deutschland im Frühling? Dann ist es zauberhaft dort, finden Sie nicht auch? Alles so großzügig und frisch. Und die Spree, die sich schmal und dunkel vorwärts windet. Und die Rosen. Die gelben Rosen an den Fenstern. Und die strahlenden Amerikaner mit ihrer Gesprächigkeit, wie sie zwischen den Gruppen schwerfälliger deutscher Männer hindurchlaufen, die über ihre Maßkrüge hinweg ihre lebenslustigen, lachenden Frauen anstarren. Solch ein Frühling war das vor 3 Jahren, als ich von Russland nach Berlin kam. Ich saß häufig im Café am Ende der Straße in den Zelten, wo ich Eier aß und Kaffee trank. Manchmal kam eine Frau dorthin, etwa um dieselbe Zeit wie ich, so um 4 Uhr nachmittags. Einmal kam sie mit einem kleinen Mann, so einem verträumten, unsicheren. Doch ich muss Ihnen schildern, wie sie aussah. Temperamentvoll und groß, kraftvoll und dünn. Sie muss damals 40 gewesen sein und war teuer und nachlässig gekleidet. Man hatte den Eindruck, dass sie Mühe hatte, die Kleider anzubehalten. Ständig schauten ihre Schultern heraus, verhakte sich ihr Rock irgendwo, verlegte sie ihren Geldbeutel, doch die ganze Zeit war sie grausam, schmuckbehängt und irgendetwas Absichtsvolles, Dramatisches verband sich mit ihrer Erscheinung, so als sei sie der Mittelpunkt eines Strudels und ihre Kleider seien bloß kurzlebiger Plunder. Dann ließ ich mich in dem Café eine Woche nicht sehen, weil ich mich beim Schauspielhaus bewerben wollte. Ich hatte gehört, dass sie eine Tänzerin suchten, und mir war sehr daran gelegen, die Rolle zu bekommen, so dass ich natürlich an nichts anderes dachte. Ich wanderte ganz allein durch den Tiergarten oder bummelte die Siegesallee hinunter, wo all die Statuen der bedeutenden deutschen Herrscher stehen und wie Witwer aussehen. Dann plötzlich dachte ich an die Zelte und an die große, eigenartige Frau, also kehrte ich dorthin zurück. Und da saß sie, nippte an ihrem Bier und lockte die Spatzen. Als ich das Café betrat, stand sie sofort auf und kam auf mich zu und sagte: »Ja, guten Tag. Ich habe Sie vermisst. Weshalb haben Sie mir denn nicht gesagt, dass Sie weg wollten? Vielleicht hätte ich ja etwas dagegen unternehmen können.« So redete sie mit einer Stimme, die einem ans Herz ging, weil sie so hell und rein war. »Ich habe ein Haus«, sagte sie, »direkt an der Spree. Sie hätten bei mir bleiben können. Es ist ein großes, geräumiges Haus und Sie könnten das Zimmer gleich neben meinem haben. Es ist nicht einfach zu bewohnen, aber es ist hübsch, italienisch, wissen Sie? Wie die Interieurs auf den venezianischen Gemälden, wo die jungen Mädchen liegen und von der heiligen Jungfrau träumen. Sie würden erleben, dass Sie dort schlafen können, weil Sie dazu ausersehen sind.« Irgendwie kam es mir gar nicht absonderlich vor, dass sie so auf mich zutrat und mich ansprach. Ich sagte, bestimmt würde ich ihr in diesem Garten bald wieder begegnen und dann könnten wir zusammen nach Hause gehen. Und sie schien zwar erfreut, aber nicht weiter überrascht. Dann betraten wir den Garten eines Abends genau im selben Augenblick. Es war spät und die Geigen spielten bereits. Wir setzten uns zusammen, ohne etwas zu sagen, und lauschten einfach nur der Musik und bewunderten das Spiel des einzigen weiblichen Orchestermitglieds. Gespannt verfolgte sie die Bewegungen ihrer Finger und schien geradezu einen langen Hals zu machen, um alles mitzubekommen. Dann stand die Dame mit einem Mal auf, ließ ein paar Münzen auf den Tisch regnen und ich folgte ihr, bis wir zu einem großen Haus kamen und sie die Haustür aufschloss. Sie wandte sich nach links und trat in ein dunkles Zimmer, machte das Licht an, setzte sich hin und sagte: »Hier schlafen wir. So ist es hier.« Alles war unordentlich und kostspielig und melancholisch. Alles war gediegen und hoch oder breit und geräumig. Eine Kommode reichte mir bis über den Kopf. Der Porzellanofen war riesengroß und hatte ein blaues Blumenmuster. Das Bett war so hoch, dass man darin nur etwas erblicken konnte, das es zu bewältigen galt. Die Wände bestanden vollständig aus Bücherregalen und alle Bücher waren in rotes Saffianleder gebunden und hatten auf dem Rücken ein goldgeprägtes Wappen, das verzwickt und einschüchternd aussah. Sie läutete nach dem Tee und begann, ihren Hut abzusetzen. Über dem Bett
hing ein gewaltiges Schlachtgemälde. Gemälde und Bett schlossen bündig gegeneinander ab, so dass die riesigen Rümpfe der Hengste erst in den Kopfkissen gezügelt wurden. Die Betttücher schleiften, die Bettdecke hing zerrissen herab und Federn trieben am Boden entlang und erzitterten unter dem Windhauch, der vom offenen Fenster kam. Die Dame lächelte auf eine traurige, ernste Weise, sagte jedoch nichts. Und es verging eine ganze Weile, bis ich auf einmal ein Kind sah, nicht viel älter als 3 Jahre. Ein kleines Kind, das inmitten der Kissen lag und einen kümmerlichen Laut von sich gab, wie das Summen einer Fliege, und ich dachte, das sei eine Fliege. Sie sprach nicht mit dem Kind, beachtete es im Grunde gar nicht, so als hätte es ohne ihr Wissen in ihrem Bett gelegen. »Ludwig haben Sie ja gesehen«, sagte sie mit einer schwachen, kummervollen Stimme. »Wir sind schon seit sehr langer Zeit verheiratet. Er war damals noch ein Junge. Und ich? Ich bin Italienerin, habe aber Englisch und Deutsch gelernt, weil ich bei einem Tourneetheater war. Sie«, sagte sie unvermittelt, »Sie müssen das Ballett aufgeben, das Theater, die Schauspielerei.« Aus irgendeinem Grund empfand ich es nicht als merkwürdig, dass sie von meinem ehrgeizigen Wunsch wusste, wo ich doch noch gar nichts davon gesagt hatte. »Und«, fuhr sie fort, »Sie sind nicht für die Bühne gemacht. Sie sind für etwas Stilleres, Zurückgezogeneres geschaffen. Hören Sie, ich liebe Deutschland sehr. Ich lebe hier schon seit etlichen Jahren. Sie werden bleiben und dann werden Sie schon sehen. Sie haben Ludwig ja gesehen. Sie werden bemerkt haben, dass er nicht stark ist. Er lässt ständig den Kopf hängen. Das kann Ihnen nicht entgangen sein. Man darf ihm keinen Kummer zumuten, er hält überhaupt nichts aus. Er hat sein eigenes Zimmer.« Sie schien auf einmal erschöpft und stand auf und warf sich übers Bett, am Fußende, und schlief fast augenblicklich ein, umflossen von ihrem Haar. Ich ging daraufhin weg, kehrte jedoch am selben Abend wieder zurück. Das Zimmer war nur vom Mond und von 2 dünnen Kerzen erhellt, die vor der Jungfrau brannten. Es war ein schönes Zimmer. Traurig, wie sie sagte. Alles war bedeutungsvoll und alt und düster. Die Bettvorhänge waren aus rotem Samt, italienisch, wissen Sie, und von Goldlitze umsäumt. Der Bettüberwurf war aus dunkelrotem Samt und mit der gleichen Litze eingefasst. Am Boden neben dem Bett stand eine Fußbank, auf der ein rotes, quastenverziertes Kissen lag, und auf dem Kissen lag aufgeschlagen eine Bibel in italienischer Sprache. Sie gab mir ein langes Nachthemd, das fiel bis zu den Füßen hinab und bauschte sich dann fast bis an die Knie. Sie öffnete mir das Haar, es war damals lang und gelb. Sie flocht es zu 2 Zöpfen. Sie ließ mich neben sich niederknien und sagte ein Gebet auf Deutsch, dann eins auf Italienisch, schloss mit den Worten »Gott segne dich« und ich ging zu Bett. Ich liebte sie sehr, weil es zwischen uns nichts gab als diese seltsame Vorbereitung aufs Zubettgehen. Sie ging dann aus dem Zimmer. Ich hörte das Kind weinen, war jedoch müde. Ich blieb 1 Jahr lang. Der Gedanke an die Bühne war aus meinem Herzen gewichen. Ich war eine religiös, eine Nonne geworden. Es war eine sanfte Religion, die mit dem Gebet begonnen hatte, das ich ihr an jenem ersten Abend nachgesprochen hatte, und mit der Art, wie ich schlafen gegangen war, obwohl wir die Zeremonie niemals wiederholten. Sie wuchs unter dem Einfluss der Möbel und der Atmosphäre des ganzen Zimmers und der Bibel, die an einer Seite aufgeschlagen lag, die ich nicht lesen konnte. Eine Religion, die keinerlei Entbehrung kannte, und vielleicht war sie demnach nicht gottgefällig und nicht, wie sie eigentlich hätte sein sollen. Ich war eben glücklich und ich lebte dort 1 Jahr lang. Ludwig sah ich fast nie und ebenso selten auch Valentine, denn so hieß ihr Kind, ein kleines Mädchen.
Am Ende jenes Jahres merkte ich jedoch, dass in anderen Ecken des Hauses Unruhe herrschte. Ich hörte sie des Nachts umherlaufen, und manchmal war Ludwig dann bei ihr. Ich konnte ihn schreien und sprechen hören, doch ich konnte nicht verstehen, was er sagte. Es hörte sich nach einer Belehrung an, etwas, das von einem Kind wiederholt werden soll. Doch wenn das so war, dann blieb die Antwort aus, denn das Kind gab nie einen Ton von sich, außer jenem summenden Schrei. Sie und ich gingen gern am Kaiserpalais spazieren, und sie strich über die Kanonen und sagte, sie seien großartig. Wir sprachen über Weltanschauliches, denn sie hatte das Problem, dass sie zu viel nachdachte. Doch sie kam immer zu demselben Schluss, dass man wie alle anderen auch sein oder zu sein versuchen müsse. Sie sagte, die Menschen verstünden nicht, was damit gemeint sei, wenn es heiße, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Es sei damit gemeint, sagte sie, dass man sein solle wie alle Menschen und man selbst. Und dann sagte sie, man sei gleichzeitig am Ende und mächtig. Manchmal sah es so aus, als käme sie zurecht, als sei sie durch und durch Deutschland, zumindest in ihrem italienischen Herzen. Sie wirkte so heillos gefasst und dabei doch betrübt, dass ich mich vor ihr fürchtete und auch nicht fürchtete. Dann kam sie eines Nachts herein und sagte, ich müsse zu ihr ins Zimmer kommen. Es war in einer entsetzlichen Unordnung. Es stand ein Kinderbett darin, das vorher nicht da gewesen war. Sie zeigte darauf und sagte, das sei für mich. Das Kind lag in dem prächtigen Bett gegen ein großes Spitzenkissen gelehnt. Inzwischen war es 4 Jahre alt und lief doch nicht, und ich hörte es niemals irgendetwas sagen oder irgendeinen Laut von sich geben, außer jenem summenden Schrei. Es war schön, auf diese unechte Weise, wie schwachsinnige Kinder schön sind. Ein heiliges Tier ohne Abnehmer, befleckt von Unschuld und öder Zeit, honigblond und schwach. Meine Dame sprach unterdessen ruhig zu mir, doch ich kannte sie überhaupt nicht mehr. »Du musst jetzt hier schlafen«, sagte sie. »Ich habe dich dafür hergeholt, falls ich dich brauchen sollte. Und ich brauche dich. Du musst hier bleiben. Du musst für immer hier bleiben. Es wird dich nicht überfordern, doch du musst beginnen zu vergessen. Du musst alles vergessen. Du musst alles vergessen, was die Menschen dir erzählt haben. Du musst alle Argumente und die Philosophie vergessen.« Sie legte die Handflächen auf den Boden und hielt ihr Gesicht dicht vor meins. »Du darfst niemals ein anderes Zimmer sehen als dieses. Es war eine große Eitelkeit, dass ich dich zum Spazierengehen mitgenommen habe. Jetzt wirst du hier drin bleiben, sicher aufgehoben, und du wirst schon sehen. Du wirst es mögen, du wirst lernen, es überhaupt am allermeisten zu mögen. Ich werde dir Frühstück bringen und Mittagessen und Abendessen. Ich werde es euch beiden persönlich bringen. Ich werde dich auf den Schoß nehmen. Ich werde dich füttern wie ein Vogeljunges. Ich werde dich in den Schlaf wiegen. Du darfst nicht mit mir streiten. Vor allem dürfen wir keine Auseinandersetzungen haben, keine Gespräche führen über den Menschen und sein Schicksal. Der Mensch hat kein Schicksal. Das ist mein Geheimnis. Ich habe es dir bis heute verschwiegen, bis zu diesem Augenblick. Doch jetzt schenke ich es dir. Ich teile es mit dir. Ich bin eine alte Frau, sagte sie und hielt immer noch meine Knie umfasst. Als Valentine geboren wurde, war Ludwig noch ein Knabe. Sie stand auf und trat hinter mich. Er ist nicht stark, er begreift nicht, dass die Schwachen das Stärkste auf der Welt sind, weil er einer von ihnen ist. Er kann ihr nicht helfen, sie sind unzugänglich füreinander. Ich brauche dich, du musst es sein. Plötzlich begann sie mit mir zu sprechen, wie sie mit dem Kind sprach, und ich wusste nicht, mit wem von uns beiden sie sprach. Sprich mir nie irgendetwas nach. Weshalb sollen Kinder nachsprechen, was die Leute sagen? Das Ganze ist nichts als ein Geräusch, so heiß wie das Innere eines Tigermauls. Sie nennen das Kultur, aber das ist eine Lüge. Doch eines Tages wirst du vielleicht hinausgehen müssen.
wird irgendjemand dich auszuführen versuchen, und dann wirst du sie nicht verstehen oder was sie sagen, außer du verstehst gar nichts, absolut nichts. Dann wirst du damit fertig werden. Hör zu, sagte sie. Es ist alles vorbei. Es ist verschwunden. Du brauchst keine Angst zu haben. Es gibt nur dich. Die Sterne sind verloschen und der Schnee fällt und deckt die Welt zu. Die Hecken, die Häuser und die Lampen. Nein, nein, warte. Ich werde dich auf die Füße stellen und dich mit Bändern aufputzen. Und dann werden wir hinausgehen in den Garten, wo die Schwäne sind und die Blumen und die Bienen und kleine Tiere. Und dann werden die Studenten kommen, denn es wird Sommer sein und die werden in ihren Büchern lesen. Sie brach ab, nahm dann jedoch ihre wilde Rede wieder auf, diesmal als spräche sie wirklich zu oder von mir. Katja wird mit dir gehen. Sie wird dich unterrichten. Sie wird dir sagen, dass es keine Schwäne, keine Blumen, keine Tiere gibt. Nichts, absolut nichts. Gerade so, wie es dir gefällt. Kein Geist, kein Gedanken, auch sonst absolut nichts. Keine Glocken werden läuten, keine Menschen werden sprechen, keine Vögel werden fliegen. Keine Knaben werden sich regen, es wird keine Geburt geben und keinen Tod. Kein Kummer, kein Lachen, kein Küssen, kein Weinen, kein Entsetzen, keine Freude, kein Essen, kein Trinken, keine Spiele, kein Tanzen, kein Vater, keine Mutter, keine Schwestern, keine Brüder. Nur dich, nur dich. Ich unterbrach sie und sagte, Gaia, was quält dich nur so und was soll ich tun? Ich versuchte, die Arme um sie zu legen, doch sie schlug sie weg und schrie, still! Dann sagte sie, während sie mit ihrem Gesicht ganz nah an meins herankam, sie hat keine Klauen, um daran zu hängen. Sie hat keinen Jagdflinkenfuß. Sie hat kein Maul für das Fleisch. Leere. Dann stand ich auf. Es war sehr kalt im Zimmer. Ich trat ans Fenster und zog den Vorhang beiseite. Es war eine kalte, sternklare Nacht und ich stand, den Kopf an den Fensterrahmen gelehnt und sagte nichts. Als ich mich wieder umwandte, schaute sie mich an mit ausgestreckten Händen und ich wusste, dass ich weggehen und sie verlassen musste. Und ich trat zu ihr und sagte, »Auf Wiedersehen, my lady.« Und ich ging und zog meine Straßenkleidung an. Und als ich zurückkam, lehnte sie an dem Schlachtgemälde mit herabgesunkenen Händen. Ich näherte mich ihr nicht, sondern sagte nur, »Auf Wiedersehen.« Mein Herz und ging. Mein Herz wurde von etwas Neuem bewegt, dem leidenschaftlichen Wunsch, Paris kennenzulernen, und so war es nur natürlich, dass ich Berlin lebewohl sagte. Doch ein einziges Mal kehrte ich noch zu ihrem Haus zurück. Ich ging einfach nur durch die Tür hinein, denn alle Türen und Fenster waren geöffnet. Vielleicht machten sie ja an dem Tag sauber. Ich stand vor der Schlafzimmertür und klopfte, doch es kam keine Antwort. Ich stieß die Tür auf und da war sie. Sie saß aufrecht mit dem Kind im Bett und sie und das Kind stießen diesen summenden Schrei aus. Und zwischen ihnen gab es keinen menschlichen Laut und wie gewöhnlich herrschte eine gewaltige Unordnung. Ich trat neben sie, doch sie schien mich nicht zu erkennen. Ich sagte, »Ich gehe weg. Ich fahre nach Paris.« Ich habe große Sehnsucht, in Paris zu sein. Deshalb bin ich gekommen, um Lebewohl zu sagen. Sie stand vom Bett auf und kam mit bis zur Tür. Sie sagte, verzeih mir, ich habe dir vertraut. Ich habe mich geirrt. Ich wusste nicht, dass ich es selbst tun konnte, doch du siehst ja, ich kann es selbst. Dann legte sie sich wieder aufs Bett und sagte, »Geh weg.« Und ich ging. So ergeht es einem, wenn man reist, nicht wahr?